Will ich das? Nein! Hey, wie? Was ist denn? Hey, Pixin! Ja! Du hast es nur in deinem Kopf gehabt, die Indie-Karte. Ja. Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal ein unglaublich tolles Video und zwar habe ich mal wieder eine Freundin von mir dabei und zwar die Franka. Hallo! Ja, diesmal wieder super drauf. Auf jeden Fall werde ich heute mit der Franka zusammen zaubern und ich hoffe einfach mal, das wird euch unterhalten. Wir haben tatsächlich eine zweite Kamera dabei, damit ihr das Ganze noch aus der Perspektive von Franka sehen könnt, wirklich genau hinschauen könnt. Und ich hoffe einfach mal, euch macht es genauso viel Spaß wie mir und hoffentlich auch Franka. So. Okay, na, beginnen wir einfach mal mit Karten. Ich habe dir Karten gegeben. Ja, perfekt. Wir haben Karten dabei. Davor kurz, haben wir uns vorher irgendwie abgesprochen? Habe ich dir gesagt, hey, denk nachher an eine spezielle Karte oder versteck irgendwas in deinem Ärmel oder so? Nee. Nein, okay, gut. Kennst du dich mit Spielkarten aus? Also ja, ich kenne die Werte. Du kennst die Werte, das reicht uns. Okay, pass auf, wir mischen die Karten ein bisschen durch. Zeig mal allen hier, dass die Karten unterschiedlich sind. Kann man das sehen? Ja. Ja, yep. Okay. Du bist dir auch selber bewusst, dass die alle unterschiedlich sind? Ja. Ja, okay, sehr gut. Wir nehmen das Kartenspiel, mischen es nochmal ein wenig durch. Und du hast jetzt gleich die Aufgabe, eine Karte auszuwählen, okay? Machen wir es einfach, sag irgendwann mal Stopp. Stopp. Hier? Ja. Okay, nimm die Karte. Die? Ja, genau. Schau sie dir an. Okay. Okay. Okay, ich zeig's auch nochmal hier der Kamera. Ich drehe mich dabei weg. Und ihr merkt euch die Karte, okay? Gut merken. So, die Karte kommt hier irgendwo ins Kartenspiel wieder hinein. Mhm. Ganz fair. Und die Karten brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Wir legen die Kamera kurz weg. Ich habe für dich was dabei, das kennt man eigentlich nicht so von Zauberern. Und zwar... Ja. Babypuder. Babypuder. Wir haben Babypuder dabei. Und damit werden wir jetzt zaubern. Passt auf, das ist, geht folgendermaßen. Ich würde dich bitten, streck mal deine rechte Hand einfach aus. So ausstrecken, klasse. Genau, dreh sie einmal um. Super. Und jetzt streuen wir ein wenig Babypuder auf deine Hand. Es kommt nichts raus, weil es verschlossen ist. Moment. So, so. Genau, auf deine Hand, das ist perfekt. Klasse. Jetzt machen wir folgendes. Ich nehme meine zwei Finger und verreibe das auf deine Hand in etwa so. Mhm. So. Das sieht dann in etwa so aus. Ja, super. Und jetzt werden wir folgendes probieren. Wir pusten mal dagegen. Und dann kann man etwas erkennen an deiner Hand. Und zwar sieht es aus wie, ich hoffe man sieht das, wie ein A für Ass und ein, ich glaube das ist ein Kreuzzeichen, kann das sein? Ja. What the fuck? Ist das zufällig deine Spielkarte? Ja. Ja? Mhm. Ja, dann hat der Trick geklappt. What the fuck? Hä? Aber wie? Ja. Zauberei? Gut. Aber das ist voll fest. Ja. Geht nicht mehr weg. Nee. Das bleibt jetzt für immer. Super. Wir probieren nochmal was aus. Und dazu brauchen wir ein wenig Platz hier. Weil wir haben wieder Karten dabei. Und dieses Mal machen wir etwas Unglaubliches. Nimm dazu extra die Kamera, weil jetzt geht es darum, dass man genau sieht, wie die Karten aussehen und so weiter. Und zwar, ich hoffe, man erkennt das hier. Okay. Ja. Sind alle unterschiedlich? Alles gut? Ja. Wir werden jetzt Folgendes machen. Etwas Unglaubliches. Und zwar, du wirst dir gleich eine Karte merken. Okay. Dazu machen wir es folgendes, ich breite es einmal kurz auf das Kartenspiel, du suchst dir eine Karte aus und merkst sie dir. Und das Wichtige ist, schau jetzt nicht direkt auf die Karte drauf, weil sonst erkenne ich so ja... allgemein. Genau, allgemein. Darf ich einmal so drüber Ja, natürlich, klar, kannst du gerne machen. Okay, also Kamera brauchst du gleich. Ich habe schon so eine Sekunde Zeit. Ja, natürlich, ganz kurz hast du Zeit. Okay, bereit? Ja. Auf die Plätze und go. Hast du eine Karte? Ja. Ja, hast du im Kopf? Okay, klasse. Das war's schon. Du hast jetzt irgendeine Karte im Kopf. Normalerweise sage ich ja von wegen, oh, zieh eine Karte oder was weiß ich. Aber jetzt kann ich gar nicht an die Karte wissen, weil du denkst ja nur dran, richtig? Ja. Okay, wir machen folgendes. Ich mische das Kartenspiel nicht mehr durch, ich mache gar nichts mehr. Du sagst jetzt einfach mal, an welche Karte du denkst. Karo 8. Karo 8? Ja. Ganz sicher? Ja. Wirklich? Ja. Okay,
Wir nehmen das Kartenspiel, ich hebe es irgendwo ab. Okay? Das ist eine freie Entscheidung. No way. Hey, die Karo 8? No way. Das ist die Karte, an die du gedacht hast, oder? Okay, wir machen es einfach nochmal, okay? Mhm. Hier nochmal. Erstmal davor die Nummer. Alle unterschiedlich, okay? Ja. Alles klar. Das ist deine Karo 8. So, wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Dieses Mal machen wir schneller, okay? Das heißt, ich werde es jetzt ausbreiten. Du hast eine halbe Sekunde Zeit und du suchst dir eine aus, okay? Ja. Bereit? Auf die Plätze. Fertig. Und go. Hast du eine im Kopf? Ja. Ja? Okay. Ist ein eher niedriger, höherer Wert? Mittlere? Mittlere, okay. An welche Karte denkst du? Pik 7. Dreh die Karte um, wo ich abgehoben habe. Will ich das? Nein! Hey, wie? Was ist denn? Hey, Pik 7! Ja! Du hast es nur in deinem Kopf gehabt, die Karte. Ja. Geht das auch, wenn du die Augen zu hast? Ja, natürlich. Wollen wir es nochmal ausprobieren? Ja. Noch eine Runde. Oh Gott, aber dieses Mal erkennst du es bestimmt. Ne, okay, komm, wir machen es trotzdem mal. Okay. Als alles erstes gucken wir nochmal. Erstmal, ich lasse ganz viel Zeit. Ganz verschiedene Karten. Dieses Mal gucke ich nicht hin, okay? Ich halte meine Augen zu oder so. Du hast jetzt aber auch nur eine halbe Sekunde oder so Zeit, okay? Mhm. Bereit? So? Warte, ich gucke so weg, okay? Ja. Auf die Plätze, fertig und go. Hast du einen im Kopf? Ja. Ja, okay. So, du hast einen im Kopf, ich habe nicht hingeschaut, ich kann nicht wissen, an welche Karte du denkst. Höhere Wert, niedrigere? Was ist diesmal? Eher höher. Oh, interessant. Okay, gut. Ich hebe jetzt mal einfach mal hier ab. An welche Karte denkst du denn gerade? Bube, Kreuz. Bube, Kreuz, okay. Also Kreuz, Bube. Kreuz. Bube, Kreuz, Kreuz. Ich weiß, was du meinst. Okay, dreh mal die Karte um, wo ich abgehoben habe. Ja, genau. Was? Die Karte? Hey, ja! Kreuzbube, hey! Es hat wirklich geklappt. Cool. Aber wie? Du hast es doch... Hä? Ja. Du denkst ja nur dran, gell? Ja. Ja. Das ist voll gruselig. Das finde ich gut. Vielen, vielen Dank. Falls ihr jetzt gerade auch so verblüfft seid wie Franka, dann schreibt mal was in die Kommentare. Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Erdbeermarmeladenbrot. Why? So, dann why not? Why not? Dann schreibt mal Erdbeermarmeladenbrot mit Honig in die Kommentare. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und dann wäre es das eigentlich fast mit dem Video. Davor noch, wie fanden Sie diese unglaublichen Illusionen? Geht schon. Thank you.